Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Sniper Elite Nummer 5. Ja, und weiter geht's hier unten beim Güterbahnhof. Wir haben uns in der letzten Folge schon mal ein bisschen hier umgesehen. Warte mal, die Ziele wollte ich mir gleich mal wieder anzeigen lassen. Genau, es gibt hier ein verlassenes Haus und da wollen wir denn hin, jetzt hin, denn es gibt dort noch ein bisschen was zu holen. Wir haben dort beispielsweise einen steinernen Adler, wir haben dort was zum Lesen und so weiter und so fort. Also dort hinten gibt's auf jeden Fall noch einiges zu holen. Hier sind wir mittlerweile schon fertig. Wir haben in der letzten Folge den letzten geholt, der noch übrig geblieben ist. Jetzt lebt keiner mehr auf diesem Bahnhof. Da waren ja, naja, fast ein Dutzend Leute, glaube ich, damals. Aber jetzt sind alle weg. Wo die alle hin sind, wer weiß das schon. Ich würde ganz gerne, wenn wir da hinten gehen, hier vorbei, da haben wir nämlich an dem Fluss in der letzten Folge jemanden ermordet. Ich weiß aber nicht, ob die Leiche noch da ist, weil ich habe gerade den Start einer neuen Aufnahmesession. Deswegen, ihr wisst ja, die Waffe ist hier. Die Leiche auch. Ein bisschen versunken, aber die Leiche ist da. Ihr wisst ja, wie das normalerweise läuft. Die Leichen werden dann irgendwann resettet. Ist da auch noch jemand? Sieht nur so blutig aus. Da drüben brennt wieder das Feuer. Na gut, lassen wir mal den zweiten. Ich glaube, den werden wir sowieso nicht mehr finden. Mal gucken, wo wir da jetzt wieder hinkommen. Wer da hinten die ganze Zeit rumballert, das würde ich auch gern wissen. Ein Schuss nach dem anderen. Haben die so viel Munition? Ich meine, wahrscheinlich schon, aber... So, was haben wir da? Nix. So, mach mal das Ding mal auf. Was gibt's denn da Schönes für uns? Eine Nachschubtasche mit einem Erste-Hilfe-Kasten. Es gibt auch Granaten, die brauchen wir aber nicht. Die können da ruhig mal liegen bleiben, das passt schon. Okay, okay, okay. So, wie schaut's da hinten aus? Heieiei, da geht's aber ab. Wo würden wir denn da überhaupt hinkommen? Ach so, wieder zurück. Okay, das ist quasi einmal so die Runde. Da können wir dann wieder zurückgehen. Das ist, glaube ich, eine Exfiltrate-Location hier hinten. Also, wenn wir das Gebiet verlassen wollen... Das können wir dann vielleicht hier verlassen. Ich weiß es gar nicht. Aber egal. Vielleicht können wir es auch da oben verlassen. Wir wollen ja erstmal den steinernen Adler hier erledigen. Die Frage ist nur, wo ist denn der überhaupt? Finde ich den einfach so? Glaubt ihr das, dass ich den einfach so finde? Ich glaube nicht, dass ich den einfach so finde. Rendezvous ist just ahead. Gotta hurry. Kraken's not done yet. Jojojo, alles ruhig. Kein Stress hier, mein lieber Kollege. Steinerner Adler, was ist denn da hinten los, sag mal? Snipern die vom Turm? Ach, das ist tatsächlich er. Elite-Scharfschütze, auf wen schießt er denn? Heinrich Bedner, die hier entwickelte deutsche Spitzentechnologie, erfüllt ihn mit Stolz. Ja. Der ballert da die ganze Zeit durch die Gegend. Der muss ja 1000 Schuss mit haben. So, warte mal. Markieren. Ganz wichtig, dass wir wissen, dass da ein Generator steht. So, die Frage ist jetzt nur, wo ist denn dieser steinerne Adler? Ist der überhaupt hier? Das ist eine gute Frage. Da fängt es ja schon mal an. Ich guck. Bevor wir da jetzt eine Ewigkeit herumsuchen, der ist natürlich nicht hier. Der ist irgendwo da hinten, ne? Zwischen den Bäumen steht der. Hätten wir ja lang suchen können. Ich guck mal mit dem hier. Vielleicht findet man den so einfacher. Hm, ich habe das Gefühl, wir finden überhaupt nichts. Also der steht da neben einer Steinmauer. Das könnte natürlich die hier sein. Auf dem Beispielbild. Das ist aber nicht die hier. Wo guckt denn der da hin? Warte mal, ich mach das mal größer, das Bild. Interessant. Der steht da irgendwo mittendrin. Komm mal auf dieses Haus irgendwie rauf. Ich würde jetzt mal sagen, nö. Aber der muss irgendwo hier sein.
Weißt, am Anfang waren die direkt auf dem Haus drauf platziert, hast du hingeschossen, zack, erledigt und jetzt? Vielleicht steht er bei diesem Stein? Ja, aber das ist doch definitiv diese Steinmauer. Bin ich doof? Der steht da an irgendeinem Abgrund. So, weißt du was? Ich habe da vorne gesehen, da gibt es eine Tür. Da guck mal jetzt mal, wo die hinführt. Gebiet verlassen? Was? Warum? Gebiet verlassen? Na, lieber nicht. Nicht möglich, Mission unvollständig. Okay. Na, besser so. Besser so, besser so, besser so. Was haben wir da? Bolzenschneider. Braucht man nicht. Ha. Wo ist der Dreck? Ist der hier vielleicht? Ich gucke nämlich extra mit dem Fernglas, weil wenn wir da vielleicht drauf zielen und ich sehe wieder nichts, dann können wir uns den vielleicht wenigstens markieren. Aber das muss schon hier sein. Guck mal, da hinten auf dem Beispielbild, da sehe ich den Abgrund. Da ist der Baum und direkt neben dem Baum ist angeblich der steinerne Adler. Da! Ach nee, das ist er ja gar nicht. Ah! Ha! Alter, wie soll man den denn bitte schön finden? Der hat genau dieselbe Farbe wie die Steine da drüben. Frechheit. Also das ist ja wirklich mal eine Frechheit. So, da schießen wir mit dem da drauf. Also das ist ja wirklich eine Frechheit, wie man den dort hinstellen kann, dass man ihn ja nicht findet. Anders geht das ja gar nicht. So, gleich mal löschen von der Karte. Was haben wir da noch? I'm done. Ein personal letter, ein persönlicher Brief irgendwo da drin. Eieieiei. Irgendwo da drin? Hallo? Es gibt hier verschiedene Dinge, wo ich nicht genau weiß, wie die passieren können. Müssen wir da vielleicht drauf? Es geht hier bestimmt irgendwie nach oben. Hier? Nee. Oder liegt der Brief da drüben? Nee, der Brief liegt irgendwo im Gebäudeinneren. It's inside the abandoned house. Na Glückwunsch, das läuft ja wie am Schnürchen hier. Heieieiei. Aber kommen wir auf dieses... An der Regenrinne kann er raufklettern. Das musst du auch mal wissen nach über 60 Folgen. Fallen lassen? Ja, da bin ich hin. Und dann... klettern. Ach, das geht doch weiter nach oben. Ach du Scheiße. Und jetzt ganz ehrlich, wenn du nicht weißt, dass da drinnen ein Brief ist, würdest du da herumspazieren am Schornstein von diesem Haus, denkst du, okay, hier ist ein verlassenes Haus, da ist alles zu, da kommst du bestimmt nicht rein. Würdest du das tun? Sicherlich nicht. Also von 100 Leuten würden 100 hier weitergehen. Machen wir das mal so. Wir haben mal den Bolzenstein in der Grund dabei. So. Verlassenes Haus. Mhm, na, das musst du aber erstmal wissen, dass das hier ist, Freunde. Ja. Ich glaube aber auch. So. Shot looks self-inflicted. What made him do that? Should look around, see what I can find. Vielleicht hat er so Schiss gehabt vor dem Sniper da hinten. Der schießt irgendwie schon seit 3 Jahren, glaube ich. Schallgedämpfte M1911. War das jemand von uns? Das war jemand von uns anscheinend, oder? Suchen? Ah, da sind ja die Abschiedsbriefe. Ist die Frage, ob das jemand von uns war? Ich bin erledigt. Es war, glaube ich, keiner von uns. Reinholz wird mich niemals hier rausholen und ich erkenne jetzt, dass er das auch gar nicht vorhatte. Die Alliierten sind unterwegs. Der Krieg ist so gut wie vorbei und Mörders Projekt wird scheitern. Ich lasse nicht länger zu, dass meine Arbeit für das Reich vergeudet wird. Unter der Brücke bei der Anlage am See habe ich Dokumente über die U-Boot-Abschussvorrichtungen des Kraken versteckt. Ich kann nur hoffen, dass die Alliierten sie finden, wenn sie da sind. Dann kann meine Arbeit dazu eingesetzt werden, diesen Krieg zu beenden. Ich weiß, dass ich bei einem Fluchtversuch nicht weit kommen werde. Mir bleibt nur noch, dem selbst ein Ende zu setzen. Ich hoffe, die Geschichte wird mit Güte auf mich zurückblicken. An den, der auch immer dies findet, ist dieser Brief gerichtet. Und da müssen wir ein bisschen ausholen, in die letzte Aufnahmesession zurückdenken, denn... wir erinnern uns ja, dort hatten wir einen Herrn Kollegen, einen Kommandanten war das sogar, und der hat ihm hier helfen wollen, angeblich, zu desertieren, die Seiten zu wechseln. Und wie wir dann rausgefunden haben, hat das alles gar nicht gestimmt, denn
der hat ihm nicht geholfen. Das hat er zwar vorgegeben zu tun, hat aber nicht getan und nachher stand er plötzlich alleine da. Er wollte ihm helfen zu desertieren und dann die Belohnung einkassieren. Das war sein ursprünglicher Plan. Ja, und der hat das anscheinend irgendwie mitbekommen und hat sich gedacht, bevor die mich holen, ich bin erledigt, da bringe ich mich lieber selber um. Versteckt zuerst noch ein paar Dokumente für die Alliierten, damit die sich das dann holen können und dann kann der Anfang vom Ende beginnen. Aber der hat ja schon lang begonnen und zwar hier vorne im Atlantikwall bei Mission Nummer 1. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das war also er. Okay, dann können wir das hier löschen. Wir können aber auch das hier löschen, weil die Starting Location haben wir ja. Und dann gucken wir mal auf die Karte. Da ist das Gebiet verlassen. Aber das wollen wir nicht verlassen. Wir haben ja noch irrsinnig viel zu tun. Was wir als nächstes machen könnten. Wir hätten da unten ein kleines Häuschen. Da gäbe es zwar nichts zu looten, aber wir werden uns das trotzdem anschauen. Und dann würde ich sagen, gehen wir halt mal da nach oben. Vielleicht gehen wir auch da nach hinten und räumen da mal auf. Da gibt es nämlich schon die nächsten Sachen. Gap in the Fence. Okay, und wir kommen da definitiv auch rein. Anti-Tank. Also Panzer-Sachen würde es da geben. Es gibt was zum Lesen dort hinten. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Das ist unser nächster Punkt, wo wir hinwollen. So, das heißt erstmal wieder gucken, dass wir aus diesem Haus rauskommen. Ach, der Arme. Der Arme, der Arme, der Arme. So nah dran gewesen. Das muss man ja sagen. Der ist so nah dran gewesen. Komm mal hier runter. Ach so, das geht so einfach. Okay, na, das finde ich nett. So nah dran gewesen an den Forschungen. Und dann hat er sich gedacht, das funktioniert sowieso nicht. Der Krieg ist beendet, die Deutschen werden verlieren. Und bevor mich hier irgendjemand schnappt, bringe ich mich lieber selber um. Denn der mir helfen wollte, der hat das ja eh nur vorgegeben. Ich würde ganz gerne den Sniper da hinten erledigen, aber irgendwie auch nicht. Ach du Scheiße. Da steht ja ein Panzer. Aber das Ding hat Wumms. Das Gewicht könnte bei längerem Feuern ein Problem sein. Aber hat man überhaupt gelegen? Okay, ich glaube, von der Unterhaltung werden wir relativ wenig mitbekommen. Ich weiß gar nicht, wo die sind. Da feuert ein Panzer und der Scharfschütze. Ich würde aber gerne wissen, worauf die schießen. Da ist auch noch jemand. Checkpoint by the weapons lab. Marie mentioned this. The way she infiltrated the base must be around here somewhere. Na gut, da gibt's ja eigentlich jetzt mittlerweile schon einige Wege, um da reinzukommen. Christoph Lieber ist da, hat der Freund in der Normandie stationiert, hofft, sie hatten einen schnellen Tod. Den wird er auch haben. Vielleicht, wenn's hart auf hart kommt. Na gucken wir mal. Ich gehe mal langsam. Da vorne ist der mit dem Licht. Da unten steht auch noch einer. Das ist Dax Wendel. Er weiß, dass er hier in Sicherheit ist. Der Krake wird den Krieg beenden, bevor er hier ankommt. Na, da haben wir ja schon mal wieder eine ganze Partie. Dieser Zaun sieht irgendwie aus wie eine Rennstrecke oder weiß ich nicht, wie so eine Eisenbahnstrecke. Also schon massiv, aber wenn da halt ein paar Löcher drin sind, bringt er relativ wenig. Bahnstation. Gut, da kommen wir ja gerade her von der Bahnstation. So, das ist aber nicht der einzige, der hier noch ist. Da ist noch irgendwo einer, den wir bisher noch nicht markiert haben. Ist das ein Gebüsch, in dem wir uns verstecken können? Ich speichere mal. Ich glaube, da sieht man mich fast nicht. Der hat mich gesehen. Scheiße. Jetzt können wir nur hoffen, dass der irgendwie hier in die Umgebung kommt. Dass wir den dann so vielleicht mitnehmen können. Weil das ist definitiv kein Gebüsch, um sich zu verstecken. Ja, sicher, sicher. Wir geben mal die Unterschallmunition rein. Wir müssen aber gucken, dass der wirklich weit in unsere Richtung kommt, weil sonst wird das nix. Ja, weiter geht's. Der guckt sehr weit drüben, das finde ich gut. Er muss aber noch ein bisschen weiter. Ich versuch's mal mit einer Flasche, wenn der jetzt umdrehen sollte. Was? Hat's wer gesehen? Nur nachdem sich keiner meldet, gehe ich mal davon aus, nö. Wir hätten das Licht theoretisch abschießen können. Das wäre eine Idee. Oh, Feinde machen Jagd. Upsi. Wer denn? Can't find anything else. Kommt ja keiner mehr, soll hier Jagd machen.
Feinde machen Jagd? Der da hinten macht Jagd, oder wie? Na, der soll mal jagen kommen. So, ich nehme den jetzt mit. Und bringe ihn wohin? Ich bringe ihn mal da rein. In den Bahnhof bringe ich ihn. Na, guck mal. Da vorne haben wir sogar noch eine Leichenbox. Da hinten ist auch eine. Na, schau mal. Dann laufen wir mal zu der hier. Feinde machen Jagd. Der Einzige, der irgendwie was weiß, ist der Panzer da hinten. Aber das war's dann auch. So, Deckel drauf und die Sache hat sich. Na gut, dann haben wir zumindest den einen erledigt. Die große Frage ist halt weiterhin, wo steht denn Nummer 2? Es ist noch einer dort, den wir noch gar nicht kennengelernt haben, den wir noch brauchen. Ich speichere mal. Können wir uns vielleicht hier irgendwie verstecken? Da kommt er mit seinem Lichtkegel. Okay, sieht uns aber nicht hier, Gott sei Dank. Wo ist denn der Zweite überhaupt? Ich riskiere es jetzt mal, darüber zu gehen. In der Hoffnung, dass mich der nicht sieht. Weil der guckt da mit seinem Kegel da drüben irgendwie, nicht hier. Oder ist das vielleicht eh der da oben, der schon wieder irgendwie nicht markiert wurde? Ich glaube nämlich fast ja. Aber das lösen wir trotzdem anders. Wir machen das auf die persönliche Art und Weise. Wir gehen zu ihm nach oben. Sleep well. Petersberg? Glaube ich nicht, oder? Na, guck mal, da haben wir gleich ein Gras zum Verstecken. Sehr gut. Na, da merkt keiner was, oder? Hat sich keiner gemeldet von da drüben? Alles in Ordnung, aber wir können gleich mal die Leute markieren. Da sind nämlich zwei da oben, sehe ich gerade. Einmal ein Jäger, Olaf Keimer, hofft auf Evakuierung, bevor der alliierte Vormarsch alles hier überrennt. Und Nummer zwei an der Leuchte ist ein weiterer Jäger, und zwar Poldi Kiefert. Gehört, dass die Wissenschaftler evakuieren, aber er und seine Kameraden kämpfen und sterben werden müssen. Also das sind die, die haben anscheinend schon mal der Realität ins Auge geblickt. So, wir gehen mal wieder. Wir könnten das Licht da theoretisch auch mal zerstören. Das braucht jetzt keiner mehr. Hallo? Hallo? Gut, bevor wir da noch mehr Munition vergeuden, machen wir es lieber nicht. Ah, ich bin ja doof. Da ist ja der Schalter. Drei Schuss für den Arsch. So, bevor wir das machen, kann nämlich sein, dass der da hinten jetzt auch gleich drauf geht. Lieber mal speichern. Nee, die Kundschaften nur. Kundschaften ist kein Problem. Die sollen kundschaften, der ist eh schon weg. So, und solange die kundschaften, gehen wir mal woanders hin, weil bis wir zurückkommen, haben sich die eh wieder beruhigt. Glaube ich, hoffe ich. Und wir gucken mal, wie es da oben aussieht mit dem Snipperino. Aber natürlich nicht nur ihm, sondern auch dem Panzer und der andere Kollege, der direkt daneben steht. Warte mal, haben wir nicht da unten noch so einen kleinen Posten gehabt, den wir uns anschauen wollten? Hier. War das der Sniper-Posten da unten? Da wird es ja wohl nichts geben, denke ich. Ich gehe nochmal ganz kurz rauf, vielleicht gibt es ja dann Munition wieder für unsere Waffe. Haben wir ja gerade ordentlich was verschossen. Ne, hier gibt es genau null. Okay. Na gut, na gut, na gut. So, da hinten wird fleißig gekundschaftet. Ich hoffe, die finden nichts. Aber was sollen sie finden? Hab ja keine Spuren hinterlassen. Der eine ist im Gebüsch, der andere liegt beim Bahnhof. Kann ja keiner mir was nachweisen. Gap in the fence. Nice work, Chevalier. That's my way in. So. Aha, und da drüben haben wir den Herrn Kollegen, der uns noch fehlt. Ein Jägeroffizier hat seinen Schlüssel zum Waffenlabor. Wolfhard Kohring ist erzürnt darüber, dafür diszipliniert worden zu sein, ein paar der Berechnungen der Raketenwissenschaftler in Frage gestellt zu haben. Achso, warte mal, den müssen wir ja so durch.
So, den Panzer. This must be the V2 wind tunnel. Jungers is due to visit here. Bound to be until here the command can put to good use. Ja, schauen wir dann. Ich würde ganz gerne erstmal den Panzer erledigen. Und ich würde mal gerne wissen, worauf die überhaupt schießen. Ach so, die schießen einfach nur auf die Ziele da unten und der Panzer ballert irgendwo da hinten hin. Ich dachte, da kommen Feinde oder so. Gar keiner kommt da. So, jetzt hat sich's ausgeschossen. Genug Munition verschissen. Komm mal mit. Der bleibt jetzt hier. Oh, Sniper sieht mich. Achtung. Wo kommen da her? Wo kommen da her? Ich sehe ihn noch nicht, aber wir können bestimmt gleich mal ein bisschen was looten da hinten. Ein bisschen was aufdecken da hinten. Da ist einer. Ist aber nicht der Sniper. Jäger kundschaftet. Jan Schulhoff hört das Artilleriefeuer in der Ferne und fragt sich, wie lange es dauern wird, bis die Alliierten diese Anlage erreichen. Dauert noch eine Weile, würde ich jetzt mal behaupten. Wo kann denn der Sniper gewesen sein? Da hinten sieht man eigentlich auch nichts. Die Lampen, die man zerstören könnte. Warum die jetzt alle permanent kundschaften, ist mir auch ein bisschen ein Rätsel. Da drin steht ein Panzer, aber sonst ist da auch niemand. Da unten wäre anscheinend noch irgendeiner, den wir entdecken könnten. Oder ist der vielleicht da irgendwo im Gebäude drin? Ich weiß es gar nicht. Ich sehe ihn von hier nicht. Die wundern das anscheinend auch gar nicht, dass der Sniper da oben auf einmal nicht mehr mitschießt. Hat jetzt, keine Ahnung, schon seit Stunden mitgeschossen, seit wir hier angekommen sind. Okay, Sniper, Achtung, sieht mich wieder. Aber wo ist der, bitteschön? Hier hinten vielleicht. Aha. Da gibt es auch einen kleinen Turm. Irgendwo da hinten ist nämlich einer, den wir noch nicht kennen. Man sieht es auf der Markierung, auf der Map. Ich versuche den mal nur zu spotten. Der hockt bestimmt irgendwo da oben drin. Was ist denn das für eine komische Kuppel? Auf jeden Fall ein interessanter Standort. Wie weit man da durchkommt mit dem Gras, auch cool. So, wo ist er denn jetzt? Ich würde ehrlich gesagt sagen, ich finde ihn gar nicht. Auskundschaften beendet, sagt der eine. Aber irgendwie wohl doch noch nicht. Ich finde den nicht. Irgendwo da oben soll er angeblich sein. Kommen wir da überhaupt hin? Wir würden anscheinend sogar hinkommen. Da müssen wir vielleicht warten, bis wir dort ankommen, weil anders wird es nicht funktionieren. Der hat anscheinend aber irgendwie diesen Panzerplatz hier in Sichtweite. Weil der guckt nämlich immer wieder darüber. Auskundschaften beendet. Aber sie kundschaften immer wieder weiter. So, hier speichern mal. Jetzt holen wir uns nämlich den. Das wäre dann wieder einer weniger. Wohin mit ihm? Na, vielleicht da nach hinten. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so eine schlechte Idee. Da merkt das keiner. Dort können wir ihn ruhig mal hintun. Vielleicht können wir den anderen sogar anlocken. Dann ist der auch schon mal weg vom Fenster. Kundschaftet. Ja. Die Kundschaft, die wartet auf uns. Die wartet, erschossen zu werden. So. Und jetzt würde es mich natürlich sehr interessieren, wie das jetzt mit dem Panzer hier aussieht. Ob wir den einfach so erledigen können oder nicht. Ich werde nämlich zuerst mal den erledigen, bevor wir uns da um die Dokumente und so weiter und so fort kümmern, die da zu finden sind. So, Sprengladung. Und dann zünden wir das Ganze mal langsam, damit wir genügend Zeit haben, uns eine Deckung zu suchen.
Und ich glaube, diese Deckung wird eher dieses Gras da sein. Da hätten wir das Ganze schnell aber auch schon zünden können. Okay, schnell rein da. Wo ist der Sniper? Sitzt der da oben oder wo ist der? Das gibt's doch gar nicht. Da! Elite-Scharfschütze. Gabriel Reichenau hält von den Gerüchten über die Sichtungen eines Saboteurs der Resistance auf der Basis gehört und sie als paranoides Geschwätz eines überarbeiteten Offiziers abgetan. So, das Ding muss jetzt im Moment in die Luft gehen. Anscheinend hat irgendjemand was mitbekommen. Und bevor da noch irgendjemand was anderes mitbekommt... Nee, funktioniert so nicht. Würde ich mir gerne den Sniper holen, damit da mal Ende im Gelände ist. Um den Panzer können wir uns immer noch kümmern. Der fährt ja nicht weg. Jetzt schon gar nicht. War also doch da hinten zu finden. Und jetzt geht er wieder rein in seine Höhle. Na gut, dann warten wir mal, bis er wieder rauskommt. Weil so können wir ihn bestimmt nicht holen. Ach, kommt er schon wieder raus? So schnell war das? Den vermisst da oben sicher niemand. Direkt durch den Schädel, so wie sich's gehört. So, Phantom, tschüssi. Sehr gut. Okay, speichern wir gleich mal. Und dann gucken wir mal, wie wir das da unten machen. Ich würde mal sagen, wir fangen mal an mit den Haftgranaten. Die haben wir nämlich noch zu Genüge dabei. Was würden jetzt eigentlich die Dinge sagen, wo wir drauf schießen sollen? Eh überall. Motor arbeitet. Auf die Räder könnten wir schießen. Wir könnten eigentlich überall hinschießen. So, werden die immer noch angezeigt? Die werden immer noch angezeigt. Hauptsache, der fliegt in die Luft. Ich warte immer ein bisschen, weil wer weiß, ob das vielleicht nicht möglicherweise jetzt schon der Fall ist, dass er in die Luft fliegt. Ja, hört sich doch ein bisschen schrecklich an. Einmal noch. Wir haben noch dreimal TNT, alles ist gut. So, mal gucken, ob es das jetzt war. Beschädigt, beschädigt, beschädigt. Jetzt kann aber nicht mehr viel sein. Okay, versuchen wir es mit dem TNT. Können wir das auf dieser Distanz überhaupt werfen? Funktioniert. Ah, jetzt brennt er. Ich glaube, jetzt ist dann Ende im Gelände. Jetzt brennt er schon, jetzt muss er jeden Moment in die Luft fliegen. Na komm! Okay, ich wollte gerade sagen, brauchen wir jetzt wirklich nochmal einen Schuss, aber anscheinend alles in Ordnung. Fahrzeug ist weg, das finde ich gut. Und was haben wir da jetzt noch? Einbruch ins Testgelände, da sind wir schon reingekommen. Das ist ja alles schon erledigt, meine Lieben. Da waren wir ja gerade eben drin, durch den Zaun. So. Na gut, dann können wir uns jetzt hier ein bisschen umschauen. Da liegen ein paar Holzbretter rum auf den Holzkisten. Und da sind die Dokumente, die wir suchen. Die nehmen wir gleich mal mit. Bereits erhalten. Na Glückwunsch, Dr. Junkers Ablaufplan. Toll. So gefreut, dass wir die finden und jetzt haben wir die schon. So, das kennen wir. Das kennen wir. Da oben hätten wir Anti-Tank-Waffe. Egal. Der Tank ist eh weg. Da steht noch einer. Na Glückwunsch, haben wir eine Panzerfaust. Oh je. Und da gibt es ganz schön viel dort vorne. Da gibt es ganz schön viel. Das Gute ist zumindest, der Sniper da oben ist jetzt weg. Also der macht uns definitiv keine Sorgen mehr. Aber die anderen, die hier noch rumspazieren. So, wir können ja mal vorsichtig losstarten. Und den hier mal herlocken. Das sollte ja funktionieren. Moment mal. Wer? So, der kommt jetzt. Da drüben steht angeblich noch ein Panzer. Den können wir uns aber erst holen, wenn hier alle anderen tot sind.
Oh, wir stehen ja da Dieb ziemlich nah am Rand. Hoppla. Ich hoffe, wir können den so überhaupt erledigen. Psch. Hui, der hat uns fast gesehen. Guck mal. Gut, dass der weg ist. Fast hätte er uns gesehen da drüben. Okay, und irgendwie anders können wir da auch gar nicht weggehen. Das ist doof. So, ich glaube, die Leiche sollte niemand sehen. Da oben haben wir noch einen. Das ist der Sniper gewesen. Und da können wir zumindest mal diesen einen Alarm deaktivieren, damit wir zumindest schon mal wo anfangen können. Zack. Was haben wir denn da überhaupt schon wieder für ein Lager? Da liegen die Waffen überall rum. Gibt's da was Schönes? Sprengladungen. Die nehme ich gerne mit. Tellamine und die Panzerfaust. Für den Panzer, der möglicherweise hier gleich wieder auftaucht. Mal gucken. Da ist keiner. Sollte da einer sein? Ich weiß es gar nicht. Laut Map anscheinend schon. Aber es ist keiner da. Na nü. Also normalerweise sollte da ein Panzer drin stehen. Alarmsirenen haben wir. Panzerfaust. Aber es ist kein Panzer da. Na, dann ist ja alles gut. Dann haben wir nochmal Glück gehabt, denke ich. Warum die da kein richtiges Dach draus machen, ist mir auch ein bisschen ein Rätsel. Weil ganz ehrlich, da kann von oben jeder sehen, dass da unten ein Panzer steht und einfach drauf ballern. Und der Panzer ist weg. Hat ja wenig Sinn, gerade den oben alles freizulassen. Also meiner Meinung nach, ich bin jetzt natürlich kein Militärexperte, aber meiner Meinung nach wäre gerade das Dach das, was geschützt gehört. Kann natürlich von jeder Seite jemand angreifen, aber es braucht nicht mal jemand hier sein. Da braucht jemand nur mit einer Artillerie, weiß ich nicht, von ein paar Kilometern Entfernung hier draufballern und der Panzer ist Geschichte. So, wer noch gleich Geschichte sein wird, sind die beiden da oben. Die Frage ist nur, wie wir das am besten machen. Wo ist er denn? Da hinten. Da geht noch einer. Wen haben wir denn da? Einen Ingenieur, Tobias Auer, ist sich sicher, dass, was? Huch, weg ist er. Okay. Höh, neuer Bereich, Panzerwerkstatt. Ist das vielleicht der Panzer, den wir brauchen? Nee. Das ist zu wenig und kommt zu spät. Die Alliierten sind in Frankreich und die Panzer müssen an der Front sein. Nicht hier als Testobjekte dienen. Warum vergeuden wir Zeit mit diesen Tests? An der Küste sind jede Menge... Was? Huh. Ah. Okay, na das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Ich wollte gerade mal den Gespräch lauschen. Ups. Need more bullets. Na gut, da können wir ja jetzt einfach durchgehen. Wir haben uns das Ganze ja gerade eben schon angeschaut. Na toll. Oh, guck mal, der rennt jetzt hier rum. Für später, damit wir wissen, den brauchen wir uns nicht mehr holen. Dann ist der zumindest mal weg. So, wo ist er? Er ist hier. Dann gucken wir jetzt gleich mal, wer das ist. Ingenieur, Hammer, Tobias Auer ist sich sicher, dass diese Anlage beweist, dass Deutschland die mächtigste Nation der Welt ist. Und die anderen sagen, was machen diese Panzer überhaupt hier? Warum sind die nicht schon im Kampfgebiet? Das ist zu wenig und kommt zu spät. Die Alliierten sind in Frankreich und die Panzer müssen an der Front sein. Nicht hier als Testobjekte dienen. Warum vergeuden wir Zeit mit diesen Tests? An der Küste sind jede Menge Panzer der Alliierten. Auch wenn die Tests erfolgreich sind, kriegen wir nichts rechtzeitig umgesetzt, um was zu bewegen. Wir brauchen die Panzer in Paris. Wir sollten unsere Position verteidigen, statt über alte Tests durchzuführen. Na, wenn du das so sagst, beitragen wirst du dazu nichts mehr. So, der wäre weg. Wer ist denn das? Oskar Ehr. Lässt sich sicher, dass diese Anlage beweist, dass Deutschland die wissenschaftlich fortschrittlichste Nation der Welt ist. So, und bevor der andere jetzt noch was mitbekommt, sonst liegt da hier eh keiner mehr, holen wir uns den auch nochmal ganz schnell. Wo wir denn jetzt hin auf einmal einen Panzer rumschrauben? Ach, guck mal, da ist eine Leichenbox. Na, dann nehmen wir den kurz mal mit. Dann ist da zumindest mal Geschichte.
So. Und Deckel drauf. Und dann würde ich mal sagen, wir machen mal eine kleine Folgenpause. Sehen uns wieder in der nächsten Runde dann hier bei Let's Play Sniper Elite Nummer 5. Und dann holen wir uns mal den Rest dieser Anlage. Es gibt ja anscheinend noch ein paar, die rumballern. Es gibt den da vorne, es gibt den da oben im Wachturm. Also ein bisschen was ist noch zu tun. Den Sniper müssen wir uns da oben noch holen. Und dann können wir uns wieder weiter nach da unten begeben und dort mal ein bisschen aufräumen. Also viele Ziele, die wir zu erledigen haben in der nächsten Folge. Danke dir fürs Zusehen nochmal. Und wir sehen uns dann wieder. Bis dahin. Tschüss.